Dann würde ich hier sagen, prepare for a fight. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Der Rock da oben ganz alleine. Ich schicke unseren Mantis da hoch. Und die zerlegen erstmal den einen. Weiter nach unten. Wo wollen sie durch? Ah, sie zerschießen mir ganz langsam. Ja. Auf die Krankenstation. Die wird voll ausgebaut. Oh, wieso bewegt ihr euch nicht? Lauft! Ah, jetzt zerschießen sie mir ganz seelenruhig da unten natürlich. Da oben noch unsere Waffen. Den ersten kriegen wir. Oh, viel zu tun, viel zu viel zu tun. Den hätten wir ebenfalls und den letzten am Sauerstoff. Puh, auch gelegt. Na dann. Ich habe niemanden verloren, oder? Nein, alles cool. Nur ein bisschen Drohnenschaden, aber der lässt sich verkraften. Ach so, Magni, du musst dann natürlich nach oben. Ah, das ist schon wieder der Moment. Ich weiß nicht, ob ich gerade pausiert habe. Ich glaube nicht. Ne, ich glaube nicht. Das geht alles so automatisch mittlerweile. Laser, zwei Raketen. Okay, wir müssen hier auf jeden Fall wieder mit der einen Bombe arbeiten. Und los. Ach so, ja klar. Jetzt kommen wir ja erst durch. Da kommt zwei Raketen ausgewichen. Komm, lass mich da durch. Yes. Ah, die Raketen werden wir wohl beide nicht abgekriegt. Haben wir ein Glück. Da haben wir Schaden genommen, sogar zweimal. Raketenwerfer sind draußen. Oh, der Angie. Bisschen mehr Energie, der muss sich wieder heilen. Wer ist aufgestiegen? Jan ist aufgestiegen. Sehr gut. Ganz wichtiger Punkt. Du läufst hoch. Huh. Scary, scary. 30 Scrap. Sehr schön. Ja, habe ich schon wieder gesagt. Jetzt habe ich es gemerkt. Oh, noch ein Loch. Noch ein kleines Loch in der Hülle. Ein Blick quer übers Schiff. Nirgendwo brennt's. 78 Scrap. Ich brauche einen weiteren Schildpunkt. Ich brauche diesen Punkt. Ich brauche diesen Punkt. Cockpit upgraden, auch keine schlechte Idee. Ja, 60, 40 hatte ich schon mal angesagt. Ab jetzt brauche ich, okay, ich brauche 160 Scrap zusammen. 160 hört sich nach einer ganzen Menge an. Drohnenteile verkaufen? Nee, dadurch. Oder das habe ich gerade gesehen, ein gezielter Angriff. Und ich habe Riesenprobleme. Oh, Slaver Scum, neuer Rekrut. Was habt ihr? Nur Laser? Wahrscheinlich wollen sie mich boarden, wa? Ich probiere es. Ups. Und weg. Und wieder hin. Waffen. Genau, erster Schuss auf die Waffen, zweiter Schuss auf die Drohnenteile. Es sind nur Beam-Drohnen. Nee, dann muss ich gar nicht. Na okay, jetzt hat er doch hingeschossen. So, beide außer Kraft. Ganz wichtig, dass ich die auch außer Kraft halte. Oh, ärgerlich. Aber die locken wir direkt wieder. Schon wieder daneben. Oh.
Bitte? Accept their offer. Lasst mich bloß in Ruhe und gebt mir den Menschen. Es brennt noch. Oh ja, es brennt. Es brennt. Nicht ausbreiten, bitte. Hat El-Nup-Nup was für ein Name? Auch sofort was zu tun? Wo stellen wir den Guten denn hin? So, um ein bisschen Überblick zu halten. In den Sauerstoffbereich. Der eine Punkt gehört noch in die Iron Bomb. Wie sieht es mit Raketen aus? 23. Wen nimmt nicht ab? Und im Grunde könnten wir uns ja schon die beiden Energiepunkte holen. Dann hätte ich genug Power, um eine Antipersonendrohne einfach mal so zack zu aktivieren. Dann sind sie nämlich beide da und ich habe weniger zu tun. Nächste Beacon. Asteroidenfeld. Dicke Laser und einen dicken Beam. Turn and fight. Machen wir doch. Ah, oh, die regenerieren sich aber wahnsinnig schnell. Komm, hau ihm was rein. Ich warte auf einen Asteroiden. Ah, schade. Ganz kurz abhauen. Jetzt reicht's mir. Jetzt reicht's mir. Ihr schießt mir da drüben ein bisschen zu viel. Und 20 Scrap, mehr Raketen. Ja, warum nicht? Warum nicht? Der Rest ist in Ordnung. Und raus hier. Defense Drone Mark II. Und ab diesem Moment musste er sich keine Gedanken mehr über Raketen machen. Gar nicht so blöd. Braucht 4 Power. 4 Power. Ach so, aber das ist wieder das Problem, solange ich keinen Recovery Arm habe. Na okay. Wir schauen einfach mal weiter. Und raus hier, Slughome Nebula. Oh Gott, ich habe noch nicht mal auf die Karte geguckt. Ich manövriere uns in 2 komplette Nebelsektoren. Shame on me, shame on me. Können wir nicht ändern. Ein Blick auf die Karte. Wir sehen noch keinen Shop. Einfach mal gucken, wie es läuft. Mehr können wir nicht machen. Nichts zu holen. Hier oben, da ist der Shop. Na dann, so sammle ich noch ein bisschen Scrap und rein da. Hallo, ihr Slugs. Ihr Slugs, was wollt ihr denn? Was wollt ihr denn? Schild ist komplett unten. Kommen da 5 Schüsse raus? Das ist ein großer Laser, oder? Nö, nur 3. Komme ich mit klar? Einmal kurz die Schilde anschlagen. Hat getroffen. Ja, wenn der Gegnerkampf so abläuft, haben wir sehr gute Karten. Gerade unser erster Volley ist halt echt zerstörerisch. Ja, das ist die Frage mit den Slug. Die betteln halt alle um ihr Leben. Und in den meisten Fällen geben sie schlechte Bezahlung dafür. Nee, ihr gefällt mir nicht. Genau ihr. Und dafür müsst ihr sterben. Bam. Ich hätte nie gedacht, dass wir so weit kommen.
110, da ist es. Ach so, gleich kommt eigentlich der Shop. Nein, dann investiere ich noch nicht in die nächsten zwei Schildpunkte. Okay, ein Kampf, aber. Purchase an unknown weapon. Das könnte der Anti-Bio-Beam sein, aber ganz ehrlich, eine Beamwaffe in einem Run ohne Pause ist halt, ist für mich nicht möglich. Will ich gar nicht erstmal ausprobieren. Ihr seht, wie nervös ich bei dem Gedanken werde. Attack the ship. Beides daneben. Beides. So ein Ärger. Ion Bomb muss gezielt werden. Ja, diesmal trifft sie. Und ein bisschen die Waffen aufmischen. Fan ist an den Waffen aufgestiegen. So sehe ich's gerne. Bloß nicht vorbeischießen. Wir haben den Kampf gewonnen, wenn jetzt keiner daneben schießt. Lässt sich noch verkraften, lässt sich nicht verkraften. Oh, was? Drei Schüsse hintereinander daneben. Da muss ich jetzt wohl gleich die Ionbombe reindonnern, oder? Ja. Nee, noch nicht. Ich weiß ja, ich könnte es mir leisten. Aber ich will nicht. Bomb. 28 Scrap. Zwei Raketen, Drohnenteile. Nee, ihr scheint gut Scrap zu geben. Und den will ich haben. Für den wunderhübschen Shop. Boom. Gelockt. Noch mehr, mehr, schneller mehr. Das wär's, meine Guten. Nein, noch nicht ganz. Ja, ihr wollt unbedingt spielen. Rums. Und ja, es gibt nämlich extrem viel Scrap, wenn man sie tötet. 150. Halleluja. Store Nummer 1. Was habt ihr mir zu bieten? Sensoren wäre so langsam gar nicht blöd. Eine Beamdrohne, wie viel braucht die denn? Ah, wenn ich doch nur diesen Arm hätte, der mir die Drohnenteile zurückholt. Ist kein wahnsinniges Upgrade, aber ich fühle mich sicherer, wenn ich die Sensoren geshoppt habe. Dann werde ich mich nicht mehr reparieren, sondern das muss reichen und her mit dem Schildpunkt. Was stelle ich als erstes aus? Ich glaube lieber die System Repair Drone. Damit hätten wir einen dritten Schildpunkt bei 45% Ausweichchance. Und weiter. Da oben hin, bitte. Cloaking, wir versuchen mit dem Clo. Oh, ein Dreischildgegner. Ja, ich hoffe, wir kommen durch, kriegen die komplette Belohnung. Jo. Wieder ein bisschen Scrap. Können wir da oben? Da kommen wir dann nur durch die normalen Sektoren durch. Bis jetzt bin ich nicht einmal. Ich flieg mal einfach im Shop vorbei. Gibt's vielleicht in der Slug Home Nebula keine Ionenstürme? Es scheint mir gerade so. Es sind immer Sachen, an die ich mich nicht erinnern kann im Nachhinein. Eine Boarding-Drohne. Braucht drei Punkte. Noch nicht, noch nicht. Könnte ich mir sowieso nicht leisten, aber wenn ich sie so sehe, ist halt schon interessant. Naja, dann benutze ich die Kohle einfach mal, um mich weiter zu reparieren. Und jetzt, wo es so hart wird oder so langsam härter wird, repariere ich mich auch voll. Nicht so wie sonst immer. Unten weiter. Cloaking, stay hidden. Was habt ihr denn? Ihr habt zwei Laser, einer davon ein großer. Kein Problem. Bring it on. Da bleibt nur noch der Kleine übrig.
Da bleibt nur noch der Kleine übrig. Ah, vielleicht sollte ich mir bei dem Run angewöhnen, ein bisschen früher aufs Cockpit zu schießen, damit der Gegner meinen Schüssen nicht ausweicht. Vielleicht gar nicht so blöd. Oh, sie versuchen abzuhauen. Und dann halt auf die Triebwerke. Oder aufs Cockpit. Das hat sich gerade repariert. Ah, der ging leider daneben. Nicht abhauen. Nicht abhauen. Yes. Sie haben sich die Mühe gemacht, die Schilde komplett zu reparieren. Noch mehr Raketen, noch mehr Scrap. Gerade geht's gut mit den Raketen. Ich will sie komplett haben. Ich hoffe, sie springen nicht gleich weg. Ah, verdammt! Ah, zu hoch gepokert. Zu hoch gepokert. Hier ist nix. Zwei Slug-Schiffs. Schiffs. Wir könnten sie anquatschen. Kann da jemals was Gutes rauskommen, wenn man Slugs anspricht? Ich bin mal ganz gutgläubig und mach's einfach. Wir haben einen Questmarker bekommen, der wo sitzt? Ah, wahrscheinlich in den nächsten Sektor. Na gut. Schauen wir mal, ob das was bringt. Oh, Glaive Beam. Glaive Beam, Glaive Beam. Die Bombe hat gesessen, der Iron auch. Ganz schnell das dicke Ding da wegkriegen. Mir fällt gerade auf, hätte ich in der letzten Zeit mal das Cloaking benutzen müssen an irgendeiner Stelle, wo ich nicht drauf geachtet habe oder so. Ihr werdet es mir in den Kommentaren sagen können, da bin ich mir sicher. Waffen sind komplett down. An den Schilden wird gearbeitet. Schon wieder das gute Stück. Let them live? Nö. Nö, nö, nö. Wir fangen gar nicht erst an, hier Slugs am Leben zu halten. Wo kommen wir denn dahin? 39 Scrap. Ein Sprung nach vorne, raus aus dem Nebel. Die sehen immer fies aus, die Slug Assault Schiffe. Finde ich ziemlich geil. You must be full of fear, no? Nein, nicht wirklich. Ich fühle mich ganz entspannt. Oh, except, well, I have heard of you and I must see if you are so dangerous as they say. I challenge you. Good, challenge accepted. Oh, gut, kann ich auch. Na, hätte ich warten müssen, ich Trottel. Er hat doch Raketen. Er hat doch Raketen. Was machst du denn? Was machst du denn? Da kommt sie. Wahrscheinlich fange ich sie mir ein. War ja klar. War ja klar. Ja, mit den einzelnen Schüssen. Da muss ich mir keine... Upp. Ah, verdammt, zu spät geklickt. Ah, die Bombe ging leider daneben. Mein Sultan kackt so langsam ein bisschen ab. Ah, die Rakete musste ich schlucken. Jetzt aber, komm. Wow, ja, sie hat viel zu tun. Sultan zurück. Okay, jetzt warte ich auf die Rakete. Oh, er scheint keine Raketen mehr zu haben. Doch, da ist sie. Whoop. Gerade noch so hingekriegt. Iron Bomb leider daneben. Und da sind die ganzen Schildpunkte schon wieder. Gleich kommt die Rakete geflogen.
dann muss ich weg. Jetzt reicht's mir mit deinem Cloaking, du Hund. Wow, 50 Scrap und eine Iron Bomb. Die lässt sich zu wahnsinnig viel Geld machen. Oh, wenn jemand von euch weiß, was dieses Event gegen diesen scheinbar besonderen Slug hier gibt, wenn man ihn zerstört. Ich nehm's mal. Das hört sich nach viel an. Sehr viel. Die Rakete verfehlt uns glücklicherweise. 90 Scrap. Gute 90 Scrap. Naja, ein Beacon haben wir noch und dann geht's raus. Was haben wir hier? Genauso groß, aber nicht so stark. Gleich kommt wahrscheinlich die Bombe. Genau da. Erste ging vorbei. Schade, lässt sich verkraften. Noch ist sie da. Feuer. Feuer, Feuer, Feuer. Komm, schön ausgemacht. Sehr gut, die beiden kümmern sich zusammen drum. Oh, na, ist ein Rock. Ach, wisst ihr was? Ich mach die Waffen dicht. Ich mach die Waffen dicht. Ah, was mache ich denn? Bringt doch nichts, da drauf zu schießen. Bombe ging auch daneben. Uiuiui. Unseren Menschen ganz kurz auf die Krankenstation. Wow, jetzt sieht man mal, was man... wenn ich mit den Bomben halt nicht durchkomme. Los, gib mir die Chance. Ich will da nur kurz durch. Schon wieder daneben. Der nächsten kann ich ausweichen, muss ich dran denken. Jetzt aber. Yes. Oh. Nicht so zu spät. Hat aber trotzdem noch geklappt. Erstmal keine weiteren Raketen verschwenden. Nicht, wenn es möglich ist. Die. Auch noch ausgewichen. Brennt's irgendwo? Höre ich was? Nein, alles in Ordnung. Und da kommen die Schilde wahrscheinlich wieder. Bitte nicht, bitte nicht. Da haben wir's. Große Herausforderung war das. Keine Drohnenteile, Raketen. Okay, ich muss auf Raketen aufpassen. Fan, du brauchst ebenfalls eine Heilung. Ihm geht's gut. Fan auch wieder. Die restlichen Leute sind in Ordnung. Weiter. Bloß raus hier aus diesem, aus dieser Nebelhölle. So. Puh. Verschnaufpause. Hierfür mache ich Schluss. Das müsste jetzt was? Der 1, 2, 3. Teil, glaube ich, gewesen sein. Sieht akzeptabel aus. Wir sind noch nicht überstark, wir müssen überstark werden, um es auf normal bis zum Endboss zu schaffen und den sogar noch zu legen. Was bis dahin passiert, steht in den Sternen. Deswegen erstmal bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Fresh Kappa ist raus. Bye bye.